Ja, danke für die Ankündigung. Ja, irgendwie so ein bisschen technisch Probleme. Ich fange mal an. Also es geht darum, ja, das Problem ist irgendwie, man hat, irgendwie kriegt man irgendwoher einen alten Kernel und also komme ich gleich noch dazu, wieso man das vielleicht hat. Und hat aber irgendwie im aktuellen Upstream-Kernel gibt es irgendwie ja, für seine Hardware einen coolen Treiber, der hat irgendwie entweder mehr Features, die man unbedingt braucht, oder unterstützt überhaupt erst die Hardware, die man da drin hat. Ja, wenn die Hersteller das nicht hinkriegen, alles Upstream zu bringen, was ja leider oft der Fall ist. Ja, also es gibt irgendwie so zwei Situationen, wo man ein Backport braucht, also irgendwie was zurückportiertes. Einmal ist das, wenn man jetzt, also man ist jetzt irgendwie Hardwarehersteller, hat seinen tollen Chip gebastelt und dann muss man ja auch einen Treiber mit ausliefern, damit die Kunden das nutzen können. Dann haben wir aber oft die Kunden kommen, ja, haben zum Beispiel einen Red Hat Enterprise da laufen, da läuft ja normalerweise ein 2, 3 Jahre alter Kernel drauf. Da bringt es dem Kunden noch nicht viel, wenn das im Mainline drin ist. Oder man hat irgendwie so ein ja, System on a Chip gekriegt. Mit irgendwie einem alten, das auf dem alten Kernel basiert, da hat man dann auch ein bisschen Probleme. Und ja, also da gibt es dann Kunden, die irgendwelche verlangen, dass man ja auch uralte Kernel mit unterstützt. Deswegen fangen viele Hersteller an, Out-of-Tree-Treiber zu machen. Also die kann man dann auf der Homepage runterladen, kompilieren. Wenn man Glück hat, funktioniert es auch. Und ja, meistens sieht der Code ziemlich komisch aus, also diese ganzen if-devs drin, damit das dann, also wenn man den uralt Kernel hat, dann muss dieser Code laufen und beim neuen nicht und andersrum. Oft funktioniert es mit einem ganz aktuellen Kernel nicht, weil da irgendjemand das noch nicht getestet hat und angepasst hat. Oft benutzen diese auch, ja, irgendwie die veralteten Interfaces, also wenn jetzt irgendwie im Kernel dann jemand auf die Idee kommt, ja, irgendwie dieses Interface ist nicht mehr so toll, wir brauchen irgendwie was Neues. Also zum Beispiel sieht man bei den WLAN-Treibern noch, dass die dieses Wireless Extension Interface benutzen, was jetzt seit 5, 6 Jahren auf deprecated ist. Es gibt immer noch viele Treiber, also die Out-of-Tree-Treiber, die das benutzen. Ja, und diese Treiber haben meistens auch kein Review von irgendwelchen Mainline-Entwicklern gekriegt, sondern vielleicht haben da 2, 3 in der Firma das gemacht, die haben vielleicht ein Review gemacht, aber jetzt nicht irgendwie jemand externes, der sich vielleicht mit diesem System super auskennt. Ja, die andere, was ich eben schon gesagt hatte, dass man hat jetzt irgendwie so ein tolles System on a Chip gekauft, kriegt dann auch irgendwie Code dazu, aber da ist dann irgendwie ein 3 Jahre alter Kernel mit bei und wenn man irgendwie, man könnte jetzt versuchen, das selber zu portieren auf einen super neuen, denn gibt es aber das Problem, ja, da muss man das alles selber machen, man kriegt auch keine Unterstützung mehr vom Hersteller, weil der sagt, nee, wir haben doch hier mitgeliefert. Source Code ist doch dabei, funktioniert doch alles super, haben wir alles super getestet. Entschuldigung? Ja, und Binary Blobs, die nur mit diesem lustigen alten Kernel laufen, das ist denn das andere. Wenn man irgendwas ändert in meiner Version, dann funktioniert nichts mehr. Ja. Und ja, um das jetzt so ein bisschen die Hersteller dazu zu kriegen, dass sie ja Upstream entwickeln und trotzdem noch irgendwie irgendwelche Kunden, die gerne ja, Uralt-Kernel benutzen wollen, zu unterstützen. Ja, wurde irgendwie vor, ich glaube, 5 Jahren oder so, waren ein paar Leute angefangen, so ein Projekt zu machen, dass wir aus dem Mainline-Kernel die nehmen und zurückportieren. Das ging mit WLAN-Treibern los, deswegen hieß das auch Compat Wireless als erstes und dann irgendwann Compat 2 war es und jetzt Linux Backports Project. Ja, und das Ziel ist, mehr oder minder automatisch so ein ja, Tar-Archiv zu generieren, auf Basis irgendwie, was im aktuellen Linux-Kernel drin ist und das dann ja kompiliert gegen alles, gegen ältere Kernel. Ja. Das geht zurzeit runter bis 3.0, also das ist eher so eine Grenze, die gesetzt wurde. Darunter hatten wir keine Lust mehr, das zurückportieren, weil das wird dann immer mehr Aufwand und wenn das keinen interessiert, ist das auch egal. Es geht aber auch nicht alles bis 3.0, also teilweise, wenn das dann zu kompliziert wird und dann sagt man einfach, nö, das geht denn nicht. Wenn da jemand wirklich nachschreit, kann er das ja nochmal selber machen und den Patch uns schicken, dann können wir das auch weiter zurück unterstützen.
Ja, zurzeit sind da so circa 700 Module drin. Ja, vor allen Dingen aus dem WLAN-Bereich, also die meisten WLAN-Treiber, dieses 815.4, also Zigbee, NFC, Bluetooth, einige Mediatreiber, WWAN und ja, einige Ethernet-Treiber. Und ja, wenn man jetzt irgendwie noch das benutzen will, kann man auch einige eigene Treiber noch hinzufügen, die jetzt noch fehlen, oder eigene Subsysteme hinzufügen. Ja, wenn man das jetzt benutzen will, man kann jetzt einfach auf unserer Homepage das runterladen, das Paket, also so ein Tar-Archiv runterladen und dann versuchen, gegen seinen eigenen Kernel zu kompilieren und dann die Module nachher daraus laden. Also wir stellen irgendwie ja, Pakete auf Linux Next zur Verfügung, dass man das auf der Basis machen kann. Auf den RC-Kerneln und Stable-Kerneln, also jetzt nicht für jede Version, das ist ein bisschen aufwendig. Aber ja, immer mal wieder. Also meistens versuche ich irgendwie für den RC1 das hinzukriegen und dann, wenn die erste, also wenn die Nuller-Version rauskommt, ja, und alle paar Wochen auf Linux Next was. Ja, das wird auch von einigen benutzt zum Testing, also vor allen Dingen im WLAN-Bereich benutzen das viele Hersteller, um ja einmal an ihre Kunden das auszuliefern und auch um ihre Treiber da zu testen und ich glaube auch irgendwelche entwickeln damit. Damit sie nicht immer ja, den neuesten Kernel benutzen können, wo dann irgendwie, wir haben ja ein WLAN entwickeln und dann funktioniert irgendwie Grafik nicht, das ist denen dann ziemlich egal, damit sie sich damit nicht rumärgern können müssen. Ja, das Ganze benutzt Make-Menu-Config, also das ist eigentlich das K-Config-System aus dem Kernel kopiert, sodass man das alles einstellen kann. Also da werden noch die K-Config-Files rauskopiert, alles automatisch. So dass man die gleichen Optionen hat, die im Main, also die im normalen Kernel zur Verfügung stehen. Ja, es werden noch so ein paar Default-Configs angeboten. Also irgendwie, ich möchte gerne diesen Treiber haben oder alle WLAN-Treiber, damit man nicht sich da zu Tode konfigurieren muss. Ja, und dann mit Make und Make Install kann man es installieren. Das geht auch mit Cross-Compiling und Co. Es ist, glaube ich, auch bei irgendwelchen Stock-Android- Images sind drin und auf irgendwelchen Chromebooks findet man das, glaube ich, auch. Ja, dann die andere Seite, also wenn man jetzt irgendwie nicht das, was, also irgendwelche Spezialwünsche hat, also irgendwie ein Spezial-Gitri oder nur irgendwie seinen eigenen Treiber verteilen möchte, und nicht irgendwie so ein riesen Dings, dann kann man das ja selber generieren. Das ist auch das, was sozusagen bei uns unter Versionsverwaltung liegt, also die Treiber selber. Die werden immer nur, wenn so ein Tar generiert wird, aus dem Kernel kopiert und sozusagen nur der Code, der benötigt wird, um diese Sachen zu erstellen und nicht die Treiber selber. So dass es dann nicht irgendwie, ja, dass man das halbwegs automatisch machen kann. Das Problem ist nur, dass wir ja, wenn man Patch hat, der applied nicht immer und all so ein Kram. Oder wieder eine neue API eingeführt wurde. Ja, die Ziele davon sind so das Erleichtern, die Treiber zu, ja, aus dem Mainline-Kernel, also was da drin ist, mit ja, alten Kerneln zu benutzen. Und ein Ziel, damit das Verwalten nicht so aufwendig ist, dass man möglichst wenig Änderungen, die sich wirklich auf einen Treiber beziehen hat, sondern ja, möglichst versucht, da jetzt irgendwie eine die API sich irgendwo geändert hat, was ja im Linux-Kernel öfter vorkommt, dass man versucht, irgendwie den neuen Aufruf auf den alten zu mappen, mit möglichst wenig Code, also am besten nur irgendwie welchen Header-Files was ändern, die dann dazwischen gehängt werden und nicht irgendwie an dem Treiber selber rumpatchen zu müssen. Ja, oder es wird versucht, irgendwie die ganze API, was dahinter hängt, mit rüber zu ziehen, aber eher ungern. Ja, die Umsetzung, das sind so ein paar Schritte. Also wenn man so einen Tar generiert, wird erst alles rüberkopiert, was mit soll. Dann werden semantische Patches rüberkopiert. Das ist zum Beispiel sowas hier. Ja, hier sieht man, dass diese Struct USB Driver hat irgendwie so ein Attribut mal gekriegt. Und das gibt es irgendwie, wenn das kleiner als unter 3,5 ist, gibt es das nicht.
Und ich glaube, dieses Attribut hängt so bei bestimmt 50 oder mehr Dingern drin. Anstatt das jetzt an 50 Stellen mit einem Patch zu ändern, gibt es dann so einen Semantic-Patch, der, also hier wird wirklich Pattern-Matching gemacht, es wird überall nach dieser Struct-USB-Driver gesucht, das wird größtenteils ignoriert und dann dieser Code darum eingefügt. Ja, damit kann man dann, vorher hatten wir, glaube ich, irgendwie einen so einen Patch, der 20 Dateien angefasst hat, jetzt haben wir diesen hier und der funktioniert immer. Und ja, also sonst, das wird auch oft im Kernel benutzt, um, also wenn eine API geändert wird, zum Beispiel irgendeine Funktion kriegt einen zusätzlichen Parameter, dann wird die, werden solche semantischen Patches auch angewendet, um die ganzen alten sozusagen Aufrufer entsprechend zu ändern, wenn es da irgendwie so einen generischen Aufruf gibt. Ja, noch irgendwie normale Patches für irgendwie obskure Sachen, die jetzt irgendwie nur einen Treiber betreffen. Und vor allen Dingen Header-Dateien. Also das ist, ja, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel der neueste Kernel hat irgendwie eine bestimmte Header-Datei, irgendwie eine Funktion im Header, die jetzt irgendwie, ja, die auf alten noch nicht da ist. Und ja, man hat irgendwann ist mal auf die Idee gekommen, ja, das könnte man ja auslagern, machen ja irgendwie viele, wird ja an vielen Stellen gemacht. Ja, das wird dann auch mit dazu gepackt und das wird dann extra im Backbots-Project mit verwaltet, sodass dann ja ein bestimmter Teil dahin dringt. Ja, da benutzen wir dieses interessante Include Next. Damit kann man zum Beispiel, also wir bauen die Include-Hierarchie so um, dass unsere Includes vorne hängen, also der würde zuerst in diesem Fall unsere Linux-Kernel.h, wenn man jetzt Linux-Kernel.h inkludiert, würde erst diese Datei nehmen. Da steht als erstes drin, guck einfach weiter im Include-Path und hol dir da die, inkludiere denn da die Kernel.h, die wird da irgendwo im Original-Kernel-Source finden. Und dann kann man sozusagen was hinzufügen, was jetzt ja, eigenen Code noch dazufügen. So können wir zum Beispiel ja Header-Files erweitern. Das ist, glaube ich, eine GNU-Extension, dieses Include Next, aber für sowas ganz praktisch. Ja, es gibt noch so ein bisschen so ein C-Layer zum Zurückportieren, wo dann irgendwie ja Funktionen, die jetzt irgendwie neu hinzugekommen werden und von vielen benutzt werden, dann auch noch drin sind. Ja, das hatten wir eben schon. Ja, die Einschränkungen sind, das Ganze funktioniert nur mit Modulen. Also wir können jetzt kein irgendwie was direkt im Code drin ist, austauschen. Es gibt so ein paar Leute, die versucht haben, das Backbots-Project in den Kernel reinzubauen. Irgendwo war es, glaube ich, zu Anfang mal in dem Chrome-OS drin. Und das funktioniert, glaube ich, jetzt auch so halbwegs. Aber wenn man es nicht unbedingt muss, würde ich es nicht empfehlen. Und ja, wenn man zum Beispiel ein Subsystem ausgetauscht hat, also zum Beispiel das Wireless-Subsystem ausgetauscht hat, dann muss man auch alle Treiber, also dann kann man nicht die beiden Subsysteme gleichzeitig laden. Ja, da sind dann halt beide, würden dann die gleichen Symbole exportieren und dann würde zu lustigen Problemen führen. Also wenn man ein Subsystem hat, muss man dann alles aus dem Backbots-Layer nehmen. Da gab es, glaube ich, auch schon mal welche, die versucht hatten, alle exportierten Symbole umzubenennen, aber ja, so richtig funktioniert, hat es, glaube ich, so ganz zufällig hat es auch nicht funktioniert. Gibt es dann auch noch wieder das Problem, wenn man im Proc-System Dateien hat und die würden dann auch wieder kollidieren. Also es gibt noch viele Stellen, wo irgendwas kollidieren könnte. Deswegen ist eigentlich, wenn man es aus dem Backbots-Ding nimmt, dann kann man nicht das Gleiche auch noch aus dem Mainline-Kernel, gegen den man kompiliert hat, benutzen. Ja, also eigentlich wollte ich so ein bisschen zeigen, dass wenn man irgendwie Code hat, dass der ja in die Mainline kommt. Also am besten ist, wenn man das alles gar nicht braucht, sondern alles im Mainline ist. Also wenn ich die super neue Hardware kriege, dass ich dann vom Kernel.org den aktuellsten Kernel runterladen kann, kompilieren und es geht alles. So, das ist das Beste, was dann irgendwann kommen könnte. Sind wir leider noch weit von entfernt. Also spätestens dann, wenn man so komische System on the Chips hat und so weiter. Ja, deswegen, wenn man jetzt
Soll man trotzdem, also nicht, wenn man jetzt nur irgendwie die Kundenanforderungen sind, ich hätte gerne irgendwie den Unterstützung für den 3.10er, sagen, ja, dann machen wir jetzt einen Treiber für den 3.10er und alles andere ignorieren wir, sondern trotzdem upstream bringen, da kommt bestimmt noch irgendjemand, der das mal auch für den aktuellen braucht. Und dann kann man ja das Backbots-Projekt benutzen, um das dann trotzdem für den 3.10er zur Verfügung zu stellen. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Ziemlich, ich weiß nicht, ich glaube im Stream ist jetzt nichts passiert. Ja, habt ihr Fragen? Das hängt bestimmt, also erstmal hängt es wieder bestimmt von der Situation ab, was da jetzt gerade so alles passiert ist. Ich glaube, das ist alles relativ ähnlich, weil du hast ja meistens bleiben die alten Interfaces da. Also du hast bei beiden, also ich meine, du hast ähnlichen Aufwand, den du betreiben musst. Also im Mainline-Kernel hast du es ja auch, wenn du irgendwie einen Treiber da drin hast und irgendjemand auf die Idee kommt, eine API zu ändern oder so, dann werden auch alle, die die benutzen, mitgeändert. Oder die alte API wird noch dagelassen. Also ich meine, der Aufwand ist relativ ähnlich. Noch was? Ja. Das läuft relativ automatisch. Also man hat dann nur noch die... also auf dem 3.0er laufen von den 700 Modulen auch nur irgendwie 100 oder so. Also größtenteils die WLAN-Sachen laufen dann drauf. Bei dem Rest eigentlich nicht. Also meistens ist der, ja, gucken, das sieht zu kompliziert, das habe ich keine Lust zu, denn also ausschalten auf dem. Noch eine Frage? Ja, ich glaube, dann war es das.